Check out how you get so fly. Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Hier war es natürlich auch mal wieder am Start. Hello, und bewundert gerade meine Kopfhörer. Okay. Und wie man sehen kann, leben die beiden Luftballons noch, aber ja, mein Pfiff ist schon etwas tiefer geworden, weil ich hier das Band länger gemacht habe. Aber langsam werden die schon echt platt, Leute. Aber ich kann nur sagen, wir liegen momentan bei 49.200 Abonnenten. Das ist so heftig. Was geht momentan auf meinem Kanal ab? Irgendwie seid ihr mega heftig aktiv. Das ist absolut krass. Leute, ich werde jetzt extra das ganze Video lang diese Teile oben auf meinem Kopf anhaben. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, Isabel, welches Teil? Ich zeige es euch mal. Let's go. Oh mein Gott. Ich habe diese wundervollen Rentierohren. Ich konnte mich gerade nicht zwischen den Rentierohren und dieser Mütze hier entscheiden, aber ja. Damit ein paar Leute von euch auch mal ein bisschen in die Weihnachtsstimmung kommen. Also ich bin ehrlich, ich bin momentan mega in der Weihnachtsstimmung. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ob ich die Ohren jetzt wirklich die ganze Zeit anlasse, weiß ich auch nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich diese Geräusche die ganze Zeit abfangen werde. Übrigens, Leute, habe ich mal eine ganz random Frage an euch. Und zwar, ich habe ja gestern meine 3 Autogrammkarten verlost. Ja, ich habe den Gewinnern gesagt, die sollen mir über Instagram eine Nachricht schicken. Ich lese euch es einfach mal vor. So, es hatte gestern nämlich eine Hey Julia Z gewonnen. Also die richtige Julia hat mich schon angeschrieben. Also ich habe sie auf jeden Fall gefunden. Aber die anderen zwei Leute haben mich noch nicht angeschrieben. Kommen wir erstmal zu Julia. Hier hat eine x-julia-unterstrich geschrieben. Ich habe eine Karte gewonnen. OMG, ich kann es gar nicht glauben. Oder da schreibt eine Soraya's Tierwelt. Ich habe eine Karte gewonnen. Heißt auf YouTube Hey Julia. Julia Z. Ich habe halt einfach überhaupt nicht daran gedacht, dass mir auch einfach komplett andere Leute schreiben könnte. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Julia gefunden habe. Leute, übrigens ist gestern ein Paket angekommen. Eigentlich wollte ich heute ein Video darüber drehen. Ich hatte euch ja gestern gesagt, dass heute mein Kameramann kommt und wir ein mega cooles Video drehen. Mein Kameramann muss heute wieder länger arbeiten und er wusste halt nichts davon und kommt dann doch erst morgen. Ich bin einfach mega gespannt. Seid einfach hyped auf morgen. Es wird einfach nur unvorstellbar. Leute, diese Köpfe stehen schon seit einer Woche da und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Habt ihr mein Handy gesehen? Gefunden. Dieses Video ist gerade generell ein bisschen random, weil ich halt dachte, dass mein Kameramann heute kommt, aber war nicht so geplant, aber nein, alles gut, er wusste es ja nicht. Deswegen reagiere ich heute auf eure Hate-Kommentare. Also die meisten Hate-Kommentare, ich bin ganz ehrlich, die meisten Hate-Kommentare habe ich unter Moritz Video, wo er auf mein Musikvideo reagiert hat, rausgepickt. Ich habe sogar versucht, ein paar Hate-Kommentare unter meinem Musikvideo zu finden, aber wirklich, es gab gar nicht so viele Hate-Kommentare sind. Also das stand nur mega viel darüber, so, ja, benutze ich so viel Autotune und so viel Autotune, aber für mich ist das irgendwie kein Hate-Kommentar, keine Ahnung. Ich würde sagen, kommen wir direkt zu dem ersten Kommentar. Ja. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Nächster Kommentar. Isabel, du sagst das gar nicht mal so, es ist voll Betrug und ich glaube, ich lasse mal Sachen da noch um mein Gott. Also ich habe hier nebenan Deutsch Nachhilfekurs. Wenn du willst, kann ich dich da gerne anmelden. Oh mein Gott, nächster Kommentar. Und dieser Kommentar kommt von Moritz Video. Sorry, aber das macht Isabel echt unsympathisch. 300 Likes. Ich wüsste jetzt nicht, was mich an diesem Video so unsympathisch machen würde. Ich meine, ich habe da keinen beleidigt. Ich habe da keinen gedisst. Keine Ahnung. Aber Leute, das war es auch schon wieder mit den Hate-Kommentaren. Und an dieser Stelle war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich weiß, das ist ein mega kurzes Video gerade, aber Leute, bitte, morgen kommt so ein geiles Video online. Also Leute, ich sag's euch, seitdem ich jetzt meinen Kameramann habe, werden jetzt öfters mega nice Videos online kommen. Ich muss gleich erstmal wieder Mathe lernen, weil ich übermorgen eine Mathearbeit schreibe. Geil! An dieser Stelle würde ich sagen, wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Es wird sich lohnen. Macht die 50.000 Abonnenten voll, Leute. Die Ballons warten. Ich würde mich einfach mega darüber freuen und ich bedanke mich schon an dieser Stelle für euren krassen Support. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und ciao.